Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Live-Commentary mit einem Thema, heute mit GTA. GTA, das bedeutet nichts anderes als Grand Theft Auto, also schwerer Autodiebstahl. Und diese Serie, die hat sich natürlich sehr etabliert in der Gamer-Szene. Und ich möchte einfach mal dieses GTA oder dieses Grand Theft Auto, ich nenne es jetzt einfach mal GTA für euch, meine Freunde, GTA ansprechen. GTA wurde damals gab es eben halt Grand Theft Auto. So hieß das erste Spiel. Dann gibt es halt eben Grand Theft Auto London 1969, das 61er, 2er, das 3er und das Vice City, San Andreas, Liberty City Story und dann kam auch irgendwann mal das GTA 4 mit den ganzen Add-ons, wie zum Beispiel die Ballade of Gay Tony oder The Lost in the Diamond. Und ja, 2013, wie ihr das ja vielleicht alle wisst, kommt endlich der neue Teil raus, GTA 5, wo ich mich schon richtig drauf freue, weil dieses Spiel wirklich alle meine Erwartungen übertroffen hat und jetzt wurde ich gerade von einer Sniper in Stücke gerissen. GTA 5 wird ja wirklich das bombastischste, was ich je gesehen habe. Ich habe ja diese ganzen Trailer schon in mich, ja, sozusagen hineingezogen und ich möchte einfach mal sagen, was man alles da machen kann in GTA 5, was ich in den Trailern gesehen habe. In GTA 5 wird man natürlich, möglich sein, wahrscheinlich ein U-Boot zu benutzen. Das habe ich nämlich in den Screenshots schon gesehen. Also richtige U-Boots. Und natürlich, man kann natürlich Flugzeuge fliegen. Und man kann natürlich noch, ja, wie soll man sagen, wie heißt dieses Teil? Den Fallschirm benutzen. Das habe ich auch gesehen, als dieses Flugzeug von diesem Flugzeug, diesem Trägerflugzeug da abgeworfen wird und der da runterspringen muss. Es wird sogar richtige Weinreben geben. Es wird ein Bergsystem geben. Also richtig realistische Dinge halt eben in diesem ganzen Spiel geben halt. Richtig realistisch. Und gut, wobei kein Spiel realistisch ist, das wisst ihr ja selbst. Aber trotzdem, es wird ein sehr schönes Spiel. Da geben sich die Entwickler sehr viel Mühe. In dem Spiel wird es möglich sein, drei Hauptcharaktere zu spielen. Und man kann immer abwechseln zwischen diesen ganzen Charakteren. Und jetzt läuft es auch wieder mit meiner KD. Die ist ein bisschen eingeschlafen gerade eben. Und ja, das wird richtig cool und ich freue mich schon. Multiplayer wird auch dabei sein. Und ich sage einfach mal wieder ciao, bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Das war das GTA-Video und bis dann.